Sonntagnachmittag, wir haben schon 13 Uhr vorbei. Ich habe jetzt einen 936 aus der Werkstatt geholt. Jetzt fahre ich rüber. Hier steht unser BF3, das kommt gleich zum Einsatz. Falls rüber, hängt den Dolly dran und damit fahren wir dann nach Kaiserslautern. Jetzt leuchtet. Es geht an den Dolly. Das Dolly haben wir hier. Der Hals normal, der hängt sich hier unten rein und die Bolzen gehen dann durch diese Öffnungen. Und oben wird er verschraubt. Diese Bolzen gehen durch diese Löcher und werden dann damit von dieser Seite her verschraubt. Das mache ich jetzt mal. Der Dolly hat pro Achse noch mal 12 Tonnen, also 24 Tonnen mehr Nutzlast. Jetzt hänge ich erstmal zusammen. So, jetzt ist er korrekt drin. Gleich mal gucken, was kommt mit. Immer ein bisschen spielen. So, einmal drin. Mal gucken auf der anderen Seite. Etwas runter. Immer mit den beiden Stützen. Mal gucken, könnte passen. Glaube ich gut aus. Natürlich einfacher, wenn man hier zu zweit wäre. Nee, das passt noch nicht. Das passt doch. Kommen diese Platten kommen hier rein. Guck, passt hier noch nicht. Die Bolzen unten passen auch noch nicht. Bolzen machen wir genau wie beim Hals hier öffnen, diesen Hebel nach oben ziehen und dann fahren die Bolzen aus, wenn sie denn passen. So, der hier ist drin. Dieser hier noch nicht. So, der ist jetzt auch drin. Ist hingeschlupft. So, jetzt kommen hier auch die
Abstandshalter hier rein und jetzt vorne die Mutter drauf die Zwirbel. Kann man das auch sehen? Ich hoffe, man sieht es. Der Bolzen geht bis ziemlich durch. Wie gesagt, da wird das jetzt verschraubt. Platten hier müssen nicht fest sein, gehen noch nicht raus. Normalerweise habe ich jetzt schon wieder viel zu fest angezogen hier. Ich bräuchte noch eine Hand. So, haben wir hier auch. Am Dolly ist genau dasselbe. Da drin sind die Bolzen. Ich hoffe, man kann sie sehen, es ist bestimmt wieder dunkel. Gut, ich fahre jetzt mal ran ans Bett. Ich hoffe, dass der Akku noch hält. Jetzt muss ich diesen Hahn hier öffnen. Der Hahn ist für die beiden Bolzen. Kann auch zuerst die Schuhe rein machen. Normalerweise macht man zuerst die Schuhe rein. Und jetzt diesen Schalter muss ich hier auf zwei Stellen die Lenkung sperren. Diesen Hahn nach oben, dann brauche ich wieder zwei Hände. Weil nach oben, so. Den hier drücken und den hier wieder nach oben und dann fahren die Bolzen fahren dann raus, also sind zu. Ich hoffe man kann es erkennen. Dann normalerweise bräuchte ich jetzt hier keine bei den Backe. Und diese Platten drunter. Jetzt muss das Dolly noch etwas nach vorne kippen. Und diese Schuhe hier, das sind jetzt halt andere. Da sind die vom Bett ohne Dolly. Und wenn das Dolly dran ist, kommen diese schmalen hier rein. Für Effekt. So, jetzt aber. So. Habe ich ja eben gezeigt, das sind jetzt diese dünnen Platten drunter. Später, wenn wir den Bagger laden,
machen wir diese hier. Die sind, ich weiß nicht, ob man sieht, die sind schräg, die sind auf dieser Seite dicker wie hier. Die kommen so rum rein, dicke Seite nach hinten. Das bringt dann noch etwas mehr Vorspannung. Soweit alles fertig. Bremse und Lichtluft machen wir später dran. Machen wir diesen Hahn hier wieder auf. Diesen Hahn. Allerdings langsam. So, dann heben wir vorne an. Vorne hoch, könnte gleich noch etwas lauter werden. Jetzt heben wir hinten die Achsen hoch, das machen wir mit beiden. So. Bin ich eigentlich soweit fertig. Wenn der Dolly dran ist, muss ich natürlich auch die Lenkung vom Dolly gleich halten. Wie gesagt, das hier ist Lenkung vom Dolly, das hier ist die Lenkung vom Tiefbett hinten. So, und hier geben wir jetzt wieder Lenkdruck drauf, das heißt, ich brauche wieder habe ich an den Hinterachsen vom Tiefbett habe ich Lenkdruck fürs Dolly. Auch wieder diese beiden drücken und diesen Hebel ziehen. Und dann habe ich hier vorne am Dolly an den Achsen jetzt auch Lenkdruck. So, Vorstellung von dem Teil. Sieht diesmal so aus. Normalerweise bleiben ja nur der Hahn und der Hahn offen. Aber wenn es Dolly dran ist, sieht das Ganze so aus. Schande, ich habe den Bagger schon abgeladen. Er steht schon unten drin auf der Baustelle. Ich mache es hier. Oh, die sind schon so lange nicht mehr geöffnet worden, die Splitter. Jetzt lässt mal alle raus.
So, jetzt ist jetzt los. Das hier. Außen gezogen. Und hier hinten. Rein. So, sieht dann so aus. Und wenn man hängen fährt, sind diese Träger und diese Bretter, die sind dann alle weg. Aber das machen wir heute nicht. Gott sei Dank. Ist definitiv zu warm. Halt noch nicht verschraubt. So ist es normal. Und jetzt ist das Bett 25 cm Breite. Fertig. Jetzt fahren wir los. Wie gesagt, der Bagger geht darüber nach Sembach. Eine halbe Stunde fahren. Kamera am Dach hinten habe ich jetzt nicht dran. Es ist sowieso dunkel, man wird eh wenig sehen. Jetzt wieder Anführungszeichen Normalbreit. Jetzt lassen wir hier die Achsen runter. Die ist am Öffnen dich. Gut, um die Achsen runterzulassen, kann man mit der Fernbedienung machen. Hier wieder auf zwei Stellen. Diesen Hahn nach oben brauche ich wieder zwei Hände. Entweder drücke ich diesen Knopf drücken, halten und wieder diesen schwarzen Hebel. Wenn ich nach unten ziehe, gehen die Achsen hoch. Wenn ich nach oben drücke, gehen die Achsen runter. Aber ich mache das jetzt mal schnell mit der Fernbedienung. Fernbedienung hier oben rechts drücken, lang drücken. Dann geht sie an. So, muss ich gerade kurz gucken. Also
natürlich. Stopp. Na guck. Natürlich muss ich zuerst diese Hähne hier öffnen. Wenn ich einfach den großen Öffner vorne, den 6er, dann fallen die Achsen runter. Aber wenn ich sie sachte runterlassen will, muss ich den 75er Hahn öffnen. Muss ich bei allen vier Achsen machen, dann kann ich die Achsen senken. Und wenn ich links drücke, gehen die Achsen hoch, ziehe ich den Splint hier, Bolzen raus, jetzt kann ich mit der Fernbedienung, drücke jetzt hier rechts, jetzt fahren die Achsen nach unten. Jetzt sind die Achsen unten wieder. Die Hähne in Fahrstellung heißt jetzt Lokan 75 wieder zu. Und die 6er auf. Zu oder auf erkennt man an diesen Spitzen, wenn sie voneinander wegzeigen, wie hier bei dem 75er, dann sind die Hähne zu. Wenn sie beide in eine Richtung zeigen, dann ist der Hahn offen. Mache ich jetzt schnell bei allen vier. Gut. Kann ich hiermit auch direkt, kann man jetzt leider nicht sehen. Ich muss erst die Wand hier lösen. Wie gesagt, das hier ist der Hahn für die Bolzen. Den mache ich gleich auf. Den kann ich jetzt auch mit der Fernbedienung. Ich denke, man hat es gehört. Zack. Sind die Bolzen auf und drunter habe ich einen Rahmen liegen. Hier läuft die Brühe und jetzt lasse ich mein Bett ab. Erst hinten runter, orange Hebel hinten. Im Fachjargon ist das der FH10, 10.1, 10.2 und jetzt seit vorne runter. Lokan 9.1 und 9.2. Wobei das hier ist es eigentlich egal welchen, ob ich diesen oder diesen ziehe. Muss nur einen ziehen und das senkt sich dann, egal mit welchem, senkt sich das dann runter. So, jetzt muss ich hier kurz sperren. Und dann sind die Zylinder vorne gesperrt. Dann ziehe ich weiter und dann kippt das Bett vorne über die Achse und die Schuhe werden dann frei, so dass ich die rausnehmen kann. Da ist hier oben drauf, auf der anderen Seite auch. Achtung laut.
So, nimm Splint raus, Schuh raus. Wir sehen, na, die Bolzen sind noch zu. Okay. Waren die vielleicht gar nicht zu? Mal die Fernbedienung nehmen. Halt, erst den Hahn wieder öffnen. Jetzt sind sie auf alle Fälle auf. So. Jetzt kippe ich das Bett bzw. den Dolly, kippe ich jetzt wieder zurück. Die Hähne vorne lasse ich so. Er hebt sich dann vorne hoch und senkt sich dann hinten ab. Ich hoffe, man kann das erkennen. Senkt sich dann so weit runter, dass die Aufnahme frei wird und ich dann jetzt abhängen. Mach diese Hähne auf und leg das Dolly mit dem Arsch, leg ich immer hinten auf den Boden. Dann fahre ich meine Stützen aus. Öffne ich diesen. Den Hahn 131. Mache dann die Bolzen auf. Könnte gehen. So, der Hänger ist jetzt halt offen, wie man sieht. Kannst du auf der anderen Seite gucken. Der ist auch offen. Sehr gut. So, machen wir den Hahn wieder zu. Und jetzt holen wir die Verschraubung und lösen diese. Noch mein Tiefbett wieder angehängt und bin dann mit meinen Kollegen weitergefahren nach Gießen, einen 136 Laden. Das werdet ihr aber in der nächsten Folge sehen. Diese Folge ist etwas länger als sonst. Ich hoffe, ich konnte das mit dem Dolly etwas plausibel machen, wie das alles gemeint ist. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das etwas besser erklären kann. Ist jetzt leider so. Ich hoffe, wie gesagt, es kommt trotzdem etwas rüber. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß dabei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein!